Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Angst, weil es ist so, dass wir uns heute ein Pferd mit dem Glücksrad kaufen. Ich habe wirklich Schiss, denn das könnte ziemlich nach hinten losgehen. Ich habe zwar genug Starcoins, also wir kaufen mir alles, aber natürlich wäre diese Challenge scheiße, wenn ich jetzt nur Pferde nehmen würde, die mir gefallen. Deswegen nehme ich unter anderem auf die Liste, gefühlt alle Pferde, die hier bei Steve's Farm stehen, die neuen Shire. Und die Pasofinus nehme ich drauf, weil I don't like they. Ich finde die richtig hässlich. Ja, auf jeden Fall, wir hören uns zum Verkaufen mit dem Glücksrad. Ihr seht jetzt gleich meine Auswahl beim Glücksrad. Bis gleich. Okay, Leute, das hier ist jetzt meine Auswahl. Einmal Pasofino, Shire, Alaba, ein Connemara, ein Mustang, ein Alaba Pinto und ein Zubehörspferd vom Pferdemarkt. Das heißt, da werden wir dann nochmal irgendwie die Seiten draufschreiben und dann Plätze und so, falls wir das bekommen. Und ja, jetzt wird's spannend. Ich ein bisschen Schiss, was jetzt rauskommt. Aber wir sehen es jetzt gleich. Ich drehe das Rad jetzt. Okay, es ist jetzt auf Pasofino gelandet. Aber ich habe hier gesehen, dass es hier ausgewähltes Element ausblenden gibt. Deswegen drücken wir jetzt auf S. Dann gibt es den Pasofino nicht mehr und wir drehen jetzt so lange, bis noch ein Pferd übrig bleibt und dann sehen wir, welches es wird. Das wird noch interessanter. Wer wird jetzt? Oh nee, das Connemara ist raus. Ich mag die Connemara raus. Okay, nächstes Pferd. Oh nee, der Araber. Auch traurig. Okay, es bleiben noch Shire, Will, Mustang Pinto und ein zufälliges Pferd. Da, help me. Okay, jetzt gibt es eigentlich noch eine Sache, die schlimm werden könnte, weil I like Mustangs, I like Pinto. Das zufällige Pferd vom Pferdemarkt. Weil es gibt schöne Pferde am Pferdemarkt, aber es gibt auch hässliche. Das zufällige Pferd ist einfach weg. Oh mein Gott, wer wird's? Mustang oder Pinto? Wir erfahren's jetzt. Okay, das ist nein. Das freut mich jetzt. Damit bin ich zufrieden. Aber wo steht überhaupt? Ich muss mal in der Datenbank hier schauen. Die habe ich auch schon genommen vorher, um die Pferde rauszusuchen, by the way. Also ja, dann schauen wir hier. Sollten ganz oben sein. Araber Pinto. Und hier sind alle. Und ich finde den Schwarz nicht sehr, sehr schön. So, der ist so. Nee. Der ist halt so der klassische, wie irgendwie alle haben. Der hier ist schön. Aber. I don't know. Denn der hier gefällt mir nicht so. Und der hier ist halt irgendwie so die hellere Variante von dem hier. Ich glaube, ich nehme den hier. Weil I love schwarz-weiße Pferde. Wir nehmen das schwarz-weiße Ding. Der steht im Mondsichellauf. Okay. Let's go to the Mondsichellauf. Ah, hier. Ich bin ja echt froh, weil es ist gar nicht so schlimm geworden. Ich dachte kurz, mein WLAN ist weg. Aber doch nicht. Weil bei uns ist irgendwie so ein Elektriker hier, wegen frag mich nicht was. Und der hat gesagt, dass vielleicht.
das WLAN kurz mal weg ist. Und das wäre scheiße, wenn das mitten in meinem Video abbricht. We don't want this. Oder wenn es im Pferdekauf abbricht und du gezahlt hast, aber irgendwie der Pferdekauf dann abbricht und deswegen du das Pferd dann einfach nicht hast. Oh ja, auf jeden Fall, das hier ist der Arabe Pinto. Ich freue mich, because it's a champion Pferd. It's the beste champion Pferd on the market and I love champions. Alter, der Arabe Pinto, der sieht so hochnäsig aus, weil er den Hals hier so beugt wie so ein richtiges Dressurpferd und dann hier noch der Schweif, wo so extrem nach oben geht. Ja, ne? Nein! Ich hab's doch gesagt! Die scheiß WLAN! Och, dann warten wir jetzt halt kurz, bis ich mir das verkaufe. Okay, dann halt nochmal hinlatschen. Hey, du dummes Viech. Also, ich bin jetzt wieder online. Und jetzt kommen wir zu dem Pferdekauf unseres neuen Schätzelein Arabel Pinto Generation 2. Ja, Special Aktion hat er eh nicht. Nö, hat er nicht. Dann schauen wir jetzt noch bei der Mähne, aber ich glaube, da kaufen wir keine neue. Ed, bleib mal stehen. Stopp. Zäpfchen, nee. Vor allem dann einfach diese zwei armseligen, zwei weißen Zäpfchen. Sieht ja komplett bescheuert aus. Dann liege ich hier. Nee, nee, nee. Nee, wir bleiben bei der normalen. Und ja, dann passt das auch eigentlich schon, oder? Ja. I like it. Gut, personalisieren und kaufen. Alter. Jungpferd. Ich glaube, Wallach passt. Weil ich hätte so einen Namen schon. Little Rockstar, aber es gibt, glaube ich, nicht Rockstar. Deswegen haben wir ein Problem. Deswegen nenne ich, glaube ich, nur Rockstar. Aber schauen wir zuerst mal. Ja, hier habe ich gerade Rock gesehen. Rockstar! I like it. Und ja, dann kaufen wir uns das Pferd jetzt. Alter, als ob das denn so leuchtet, wenn man da drauf geht. Okay, ja. Ich möchte mir das Pferd kaufen. Ich schick's in den Stall. Hallo, Animation. Den Kauf hat es doch gerade abgebrochen. Ah, das steht bereits im Besitz. Okay. Das ist nice, dass das steht bereits im Besitz. Weil sonst hätte ich es mir, glaube ich, nochmal gekauft. Aber ja, jetzt haben wir Rockstar. Aber Little Rockstar wäre so süß gewesen. Jetzt heißt er halt nur Rockstar. Hallo? Wo ist er? Da hinten. Gut. Okay. I like it auf jeden Fall. Rockstar passt schon extrem gut, finde ich, der Name. Okay, ja. Also, Araba Pinto sind halt einfach nice Champion-Pferde und ich freue mich auch schon, den jetzt auszuleveln. Und dann würde ich sagen, danke, dass du bis hierher geschaut hast. Lass unbedingt ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!